Der erste Tag des Kadett European Judo Cup ist vorbei und die Jungs und Mädels haben es schon mal richtig krachen lassen. Im Sportforum Hohenschönhausen haben sich die Berlinerinnen und Berliner zwischen der internationalen Konkurrenz gut geschlagen. In der Klasse bis 44 Kilogramm bei den Mädchen erreichte Jule Ziegler einen sehr guten zweiten Platz. Die Leistung der U18-Kämpferin ist wirklich bemerkenswert. Sie kann sich zwischen Konkurrentinnen aus aller Welt super durchsetzen. Für das beste männliche Ergebnis aus Berliner Sicht sorgte Dennis Mauer in der Klasse bis 66 Kilogramm. Der 17-Jährige vom SV Berlin 2000 steht aber nicht allein auf dem Treppchen. Auch Matteo Tschuck kann sich durchsetzen und erreicht Platz 3. Die Teamkameraden kämpften im gleichen Pool und sind sehr traurig darüber, dass sie so nicht im Finale gegeneinander kämpfen konnten. Am Sonntag geht es hier weiter, unter anderem mit der Führenden der Weltrangliste unter 70 Kilogramm, Rafaela Igel aus Bayern.